Dieses Video hat Olafly möglich gemacht. Unbegrenzte Daten in China und im gesamten asiatischen Kontinent ohne Roaminggebühren. Mehr dazu in Kürze. Wenn ihr treue Visual Economic Abonnenten seid, wisst ihr bereits, wie gerne wir über China sprechen. Wir haben zum Beispiel darüber gesprochen, wie der asiatische Riese immer reicher geworden ist, wie seine Städte gewachsen sind, über seine starke technologische Entwicklung. Und natürlich haben wir auch ausführlich über die chinesische Immobilienblase und die anderen Bedrohungen gesprochen, denen das Land derzeit ausgesetzt ist. Dieses Mal werden wir allerdings über etwas ganz anderes sprechen. Denn wenn wir heute über Chinas Wachstum sprechen, reden wir immer noch über ein Land, dessen Einkommen im weltweiten Durchschnitt liegt, also immer noch weit unter den westlichen Standards. Trotzdem solltet ihr nicht glauben, dass dem schon immer so war. Während der meisten Zeit seiner Geschichte handelte es sich beim chinesischen Reich um eine der wohlhabendsten Regionen der Welt. Die Europäer blickten neidisch auf die feinen chinesischen Seidenstoffe, das hohe Niveau der chinesischen Mathematiker und die riesigen Handelsrouten, die sie zu Wasser und zu Lande etabliert hatten. Die Chinesen des 12. Jahrhunderts beherrschten bereits landwirtschaftliche Techniken, die es in Europa erst mit der industriellen Revolution geben sollte. Es handelte sich um das Land mit der höchsten landwirtschaftlichen Produktivität auf dem gesamten Planeten. Aber wir reden hier nicht nur über Landwirtschaft. Im 11. Jahrhundert produzierte das Reich des himmlischen Drachen 5 bis 6 Mal mehr Eisen pro Kopf als die wohlhabendsten Regionen Europas. Der Kompass, das Schießpulver, das Papier und sogar die Druckerpresse waren alles Erfindungen des alten China. China ist seit langem eines der reichsten Länder, eines der fruchtbarsten, am besten kultivierten, fleißigsten und bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Adam Smith. Und nun möchte ich euch eine Frage stellen. Wer war der chinesische Galileo oder Newton? Nun, die Wahrheit ist, dass mir selbst kein Name einfällt, aber vielleicht liegt das an meiner schlichten Unkenntnis einer so weit entfernten Realität. Tja, und tatsächlich ist es so, dass es abgesehen vom Schießpulver und Papier keine größeren, relativ modernen wissenschaftlichen Entwicklungen gibt, die aus China kommen. Alle modernen Erfindungen wie die Dampfmaschine, die Glühbirne oder das Mikroskop kamen von woanders. Denn trotz der relativ fortschrittlichen Wirtschaft des asiatischen Riesen waren es im Gegensatz dazu die Europäer, die sowohl die wissenschaftliche als auch die industrielle Revolution durchzogen. Die Frage liegt also auf der Hand. Was ist eigentlich passiert, dass China so weit zurückfallen konnte? Warum hat das Reich der Mitte das Technologiewettrennen verloren, wenn es schon so weit vorne lag? Und passt gut auf, denn die Antwort darauf ist gar nicht so einfach zu finden. Über dieses Phänomen wurde sogar schon so oft diskutiert, dass es einen eigenen Namen bekommen hat. Es ist bekannt als die Needham-Frage, benannt nach dem großen Wissenschaftshistoriker Joseph Needham, der mehr als 25 Bände über den Fortschritt der chinesischen Wissenschaft, Medizin und Technologie geschrieben hat. Also, soll ich euch verraten, warum China zurückgefallen ist? Keine Angst, heute werdet ihr hier auf Visual Economic alle Antworten darauf erfahren. Heute ist China ein stetig wachsendes Kraftzentrum, das seine Position in einem beeindruckenden Tempo festigt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass seine Industrie zunehmend zu einem Anziehungspunkt für Tausende von Reisenden auf der ganzen Welt wird und zu einem Hotspot für Geschäftsreisen. Und es ist allgemein bekannt, dass Geschäfte nicht florieren können, wenn das Mobiltelefon nicht richtig funktioniert. Denn dort finden neuerdings ja die Meetings statt. Meetings, Business-Apps, die Verwaltung von Investments und vieles mehr. Deshalb ist es wichtig, eine Lösung zu haben, die es dir ermöglicht, dein Handy auf Reisen zu nutzen und gleichzeitig teure Roaming-Kosten oder Komplikationen beim Wechsel von Plastik-SIM-Karten zu vermeiden. Denn meist musst du die Plastik-SIM-Karten ja gerade an Orten wechseln, an denen es am wenigsten passt, du die Sprache und die Verträge nicht verstehst und du vielleicht in einer Notfallsituation spät in der Nacht ohne Unterstützung mit einer unbrauchbaren Karte dastehst. Doch dank des technischen Fortschritts kommst du heute überall auf der Welt viel leichter mobil ins Internet. Und zwar mit der internationalen digitalen SIM-Karte von Olafly, der eSIM. Damit kannst du von überall aus online gehen, wann immer du es brauchst. Mit dieser Lösung erhältst du unbegrenzte Daten in weniger als einer Minute in China, Japan, den USA und mehr als 180 anderen Ländern. So kannst du deine Produktivität unterwegs boosten mit einer digitalen Installation, ganz einfach über einen QR-Code.
Und wenn du Hilfe brauchst, ist der Support 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche erreichbar. Du aktivierst den Tarif ganz einfach schon, bevor du zum Beispiel in China ankommst, und du bist dann sofort bei deiner Ankunft bereit, mit unbegrenzten Daten in Verbindung zu bleiben, ohne dir Sorgen über Roaming-Gebühren machen zu müssen oder deine Verbindung zu verlieren. Nutze deine Apps, halte Meetings ab, greife auf deine sozialen Netzwerke zu, auf Navigation, Uber und andere Apps, ohne dir Sorgen zu machen, dass dir die Daten ausgehen. So holst du das Beste aus deinem Reiseerlebnis, egal ob du geschäftlich oder als Tourist unterwegs bist. Erfahre mehr über die innovative eSIM-Technologie von Olafly, indem du auf den Link in der Beschreibung klickst, und bleibe mit der Welt um dich herum verbunden. Wie wir bereits in der Einleitung erwähnt haben, ist die NEETEM-Frage wirklich kompliziert zu beantworten und die Ökonomen sind sich nicht ganz einig. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen, und in Wahrheit gibt es einen Punkt, in dem sich alle einig sind. Im 15. Jahrhundert unternahm eine chinesische Flotte, die aus 62 großen Schiffen bestand, auf Befehl des Kaisers der Ming-Dynastie 7 große Expeditionen, um die Meere südlich von China bis zum Persischen Golf zu erkunden. China war damals eine maritime und militärische Großmacht. Und was meint ihr, wie viele dieser Expeditionen wurden in den folgenden Jahrhunderten durchgeführt? Gleich viele? Vielleicht die Hälfte? Nun, nein. Ich verrat's euch. Es waren genau 0. Ganz genau, es gab keine einzige Expedition mehr. Aber es geht nicht nur um Expeditionen. Aus einem kaum nachvollziehbaren Grund verhängte der nächste chinesische Kaiser ein totales Verbot für Reisen per Schiff in fremde Länder. Um euch eine Vorstellung davon zu geben, wie streng das Verbot war: Es wurde befohlen, mehr als 3500 Schiffe zu verbrennen. Seitdem und in den 400 Jahren, in denen diese Selbstblockade der Marine andauerte, war China von den großen internationalen Angelegenheiten praktisch isoliert. Und wie ihr euch vorstellen könnt, bedeutete dies, dass die Chinesen den Zugang zu den neuesten Innovationen verloren. Von der spektakulären Entwicklung des Bankensystems bis hin zu all den Wundern, die vom neuen Kontinent kamen. Die Folge: Während der Rest der Welt immer reicher wurde, stagnierte China und verlor sogar an Kaufkraft. Glaubt jetzt allerdings nicht, dass damit das ganze Rätsel gelöst ist. Nein, ganz im Gegenteil. Denn man muss sich nicht nur fragen, warum in aller Welt China beschlossen hat, seine Seemacht auf diese Art und Weise zu zerstören. Denn wir müssen uns vielmehr auch fragen, warum sich China denn nicht aus eigener Kraft technologisch weiterentwickeln konnte, obwohl es von der Welt isoliert war. Vor diesem Hintergrund können wir auf 3 große Probleme hinweisen, die technologische Entwicklung des asiatischen Riesen gebremst haben. Also, gehen wir sie mal durch. Wenn es eine Sache über China gibt, die heute noch genauso wahr ist wie vor 500 Jahren, dann ist es die Tatsache, dass es viele, und ich meine wirklich sehr viele Chinesen gibt. Und für einige Ökonomen ist genau das der Grund, warum es dort mit der industriellen Revolution zunächst nicht geklappt hat. Wie ihr dieser Tabelle entnehmen könnt, wurde das Land, das für die Nahrungsmittelproduktion in China zur Verfügung stand, im Vergleich zu einer immer größer werdenden Bevölkerung immer knapper. Und was bitteschön waren die Folgen von all dem? Nun, die wichtigste war, dass es in China nie einen Mangel an billigen Arbeitskräften gab. Da es einen Überschuss an Menschen gab, blieben die Löhne sehr niedrig und die Arbeitgeber hatten wenig Anreize, in die Automatisierung zu investieren. Und genau das erklärt, warum die Europäer die Gutenberg-Druckerpresse benutzten, während die Chinesen bei einem viel primitiveren Holzschnitt blieben, der 3-mal so lange und 2-mal so viele Arbeiter brauchte. Und als ob das noch nicht genug wäre, blieb das chinesische Bankwesen trotz der Erfindung des Papiergeldes jahrhundertelang unterentwickelt. Um euch eine Vorstellung davon zu geben: Während ein niederländischer Unternehmer seine Investitionen mit Kreditzinsen von 2-3% pro Jahr finanzieren konnte, musste ein chinesischer Unternehmer dies mit Zinssätzen von bis zu 42% tun. Das ist einfach verrückt. Hinzu kommt, dass viele chinesische Kaiser dem freien Handel, den Eigentumsrechten und der freien Meinungsäußerung völlig ablehnend gegenüberstanden. Dies schlug sich dann in stark gebremstem Unternehmertum, wenig Innovation und mickriger unternehmerischer Aktivität nieder. In China gab es keine Privatinitiative. Es gab eine Reihe von Staatsmonopolen für die wichtigsten Konsumgüter wie Salz, Eisen, Tee, Alkohol und Außenhandel. Dennoch haben einige Ökonomen darauf hingewiesen, dass diese Erklärung etwas unvollständig sein könnte.
Das chinesische Lohnniveau stieg nämlich in manchen Perioden des Bevölkerungswachstums durchaus. Und einige Dynastien, wie zum Beispiel die Tang, waren privater Initiative gegenüber recht aufgeschlossen. Aber wie wir bereits gesagt haben, gibt es noch zwei weitere Gründe für den großen Niedergang des chinesischen Reiches im Vergleich zu Europa. Also hört jetzt nochmal gut zu. Stellen wir uns mal eine kleine Frage. Welches politisches System hatte China eigentlich? Nun, viele Historiker und Wirtschaftswissenschaftler bezeichnen es als bürokratischen Feudalismus. Der Kaiser verfügte nämlich über viel mehr Macht, selbst als die absoluten Monarchen in Europa. Denn anstelle von Adligen, die über das ganze Land verteilt waren, um es zu verwalten, verfügte er über eine Armee von hochgradig hierarchisierten Bürokraten. China war ein riesiges und völlig einheitliches Gebiet. Und all dies bedeutete, dass es in China nie wirklich politischen Wettbewerb gab. Wenn der Kaiser einen Befehl erteilte, der für die Wirtschaft sehr schädlich war, gab es keine Adligen oder unabhängigen Territorien, die sich dagegen wehren konnten, wie es in Europa der Fall war. Denkt zum Beispiel einen Moment darüber nach, was passiert wäre, wenn das Spanische Reich eine Seeblockade verhängt hätte, wie es die Chinesen taten. Nun, in diesem Fall wären es die Portugiesen, die Italiener oder die Engländer gewesen, die zur Entdeckung Amerikas in See gestochen wären. Sagen wir einfach, dass Europa den Vorteil hatte, dass dort Länder, Gesetze und Monarchen miteinander konkurrierten. Und das war etwas, das auch für die Wissenschaft galt. Das heißt, wenn ein Wissenschaftler in einem europäischen Land zensiert oder gar verfolgt wurde, konnte er durchaus in ein anderes Land ziehen und dort weiterarbeiten. Und so etwas war in China nicht möglich. Die Ansammlung von mehr oder weniger unabhängigen Staaten in Europa schuf günstige Bedingungen für die Entwicklung der Wissenschaften. In China hingegen herrschte ein dominantes ideologisches System, das von absoluter politischer Macht gestützt wurde, und eine wirklich öffentliche Debatte war nicht erlaubt. Aber außer den wirtschaftlichen und politischen Motiven gibt es noch ein anderes, das für viel Gesprächsstoff sorgt. Vor allem könnte es genauso relevant sein wie die beiden vorherigen, wenn nicht sogar noch mehr. Aufgepasst! Erinnert ihr euch noch an die Seeexpedition, die China im 15. Jahrhundert unternahm? Der Kommandant der ersten Expedition, Zheng He, war in Europa als der chinesische Marco Polo bekannt und hochgradig respektiert. Allerdings gab es einen großen Unterschied zwischen Marco Polo und Zheng He. Während ersterer bei den Europäern, die seine Geschichten in den Tavernen erzählten und davon träumten, zur See zu fahren, enormes Ansehen genoss, kannten die Chinesen ihren Nationalhelden kaum. Und es schien nicht nur so, dass die Wunder anderer Orte, die Zheng He beschrieb, sie nicht interessierten. Die Chinesen waren einfach nicht an der Außenwelt interessiert. Das vielleicht berühmteste Beispiel dafür ist der Brief, den Kaiser Qianlong an Georg III. Schrieb. In diesem lehnte er ein Handelsabkommen mit dem britischen Empire ab, weil, wie er sagte, die Engländer nichts von Interesse zu bieten hätten. Und mal sehen, das geschah im Jahr 1793, als die Engländer den Chinesen bereits mindestens 200 Jahre technologisch voraus waren. Die industrielle Revolution befand sich damals schon in vollem Gange. Und angesichts all dessen möchte ich euch nun eine Frage stellen. Was wäre, wenn die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Probleme, die China bedrückten, in Wirklichkeit einen gemeinsamen Ursprung haben? Ein entscheidender Faktor, der Ursprung von allem ist, der bisher aber unbemerkt blieb. Also, meine Zuschauer, passt jetzt nochmal besonders gut auf. Eine Prüfung, um sie alle zu knechten. Wir haben euch in diesem Video bereits erzählt, dass China ab Ende des 15. Jahrhunderts den Anschluss an den Westen verlor, als es internationale Seefahrten plötzlich verbot. Für Needham, den Historiker, von dem wir euch vorhin erzählt haben, fand dieser Abstieg allerdings erst 3 Jahrhunderte später statt. Und ja, die Wahrheit ist, dass es nicht viele Daten gibt, um den genauen Zeitpunkt zu bestimmen. Aber in den letzten Jahrzehnten gab es ein riesiges Projekt zum Sammeln und Digitalisieren von Artefakten und Daten im Zusammenhang mit der Welt der Innovation. Und dank dieses Projekts können wir nun Diagramme wie das folgende erstellen. Was ihr jetzt auf dem Bildschirm seht, ist eine Grafik, die zeigt, wie innovativ China im Laufe der Jahrhunderte war. Ihr müsst nämlich verstehen, dass die beiden innovativsten Dynastien schon sehr lange zurückliegen. Es handelt sich dabei nämlich um die Kriegerstaaten von 475 v. Chr. Und das Han Sui Interregnum von 220 nach Christus. Das Kuriose daran ist, dass 581 eine neue Dynastie kam, die Sui-Dynastie, die einen Innovationssturz verursachte. Sie führte das Land in eine jahrhundertelange Stagnation.
Von diesem Zeitpunkt an sank die durchschnittliche Innovationsrate in den nächsten Jahrhunderten von durchschnittlich 25,4 Punkten auf nur 9,4 Punkte in den nächsten 700 Jahren. Also auf weniger als die Hälfte. Wir sprechen hier von der Sui-Dynastie, die Zukunft Chinas für lange Zeit bestimmen sollte. Und die Frage ist, warum eigentlich? Nun, zunächst einmal, weil diese Dynastie China wieder vereinigte. Vorher war es nämlich 300 Jahre lang in eine Vielzahl von Kleinstaaten aufgeteilt. Und das führte dazu, dass es keinen Wettbewerb mehr zwischen den einzelnen Ländern gab, wie wir bereits erwähnt haben. Und um das riesige chinesische Territorium dann zu verwalten, setzte die Sui-Dynastie Beamte ein und wählte sie vor allem durch eine staatliche Beamtenprüfung aus, die Kezhu genannt wurde. Und eines kann ich euch versichern, diese Prüfung war verdammt wichtig. Vielleicht kennen einige von euch ja die heutige chinesische Hochschulaufnahmeprüfung Gaokao. Eine Prüfung, die dafür bekannt ist, dass sich die Studierenden extrem anstrengen müssen. Nun, der Kezhu-Test war ihr Vorgänger. Während der Ming-Dynastie zum Beispiel traten regelmäßig zwischen 2 und 3 Millionen Bewerber zu dieser Prüfung an. Aber nur ein verschwindend kleiner Anteil, nämlich 400, schaffte es, sie zu bestehen. Das bedeutet, dass es schwieriger war, die erste Runde dieser Prüfung zu bestehen, als in Harvard angenommen zu werden. Gut, aber warum erzählen wir euch das alles eigentlich? Nun, der Grund dafür ist, dass China, wenn ihr euch erinnert, ein bürokratischer Feudalstaat war. Die wichtigen Positionen wurden nicht von den Adligen bekleidet, sondern von den Beamten, die diese Prüfung bestanden hatten. Das heißt, jeder konnte danach streben, in die Oberschicht aufzusteigen. Tja, und das klingt doch zunächst einmal positiv. Wo liegt also das Problem? Nun, das Problem lag darin, dass Kezhu die Teilnehmer nur auf das Auswendiglernen konfuzianistischer Texte prüfte. Es ging weder um Naturwissenschaften, noch Mathematik, noch Technik. Nur Konfuzianismus. Und so verbrachten die klügsten Köpfe aus ganz China Jahrzehnte nur damit, Gedichte und Philosophie auswendig zu lernen. Fast der gesamte Talentpool des riesigen Landes konzentrierte sich auf Orchideenfächer, anstatt sich dem Fortschritt zu widmen, neue Erfindungen zu entwickeln, innovative Ideen umzusetzen und unternehmerisch aktiv zu sein. Und wie ihr euch vorstellen könnt, entwickelte sich daraus allmählich ein gewaltiges Problem. Hinzu kam, dass man den Kezhu-Test unbegrenzt oft wiederholen konnte, sodass viele Menschen den Test mehrere Jahrzehnte lang ergebnislos durchführten. Außerdem wurden auf diese Weise viele, viele Menschen, die versuchten, in den Staatsdienst zu kommen, mit der konfuzianistischen Kultur indoktriniert. Und infolgedessen wurde China kulturell massiv homogenisiert. Das wiederum gab der Regierung und der stagnierenden Kultur noch mehr Macht. Yang Shenhuang, ein renommierter chinesischer Wirtschaftswissenschaftler, fasst die Bedeutung dieses Tests für die Gestaltung des chinesischen Staates zusammen. Kezhu hatte eine tiefe Durchdringung sowohl in der Gesellschaft als Ganzes als auch in der Geschichte. Sie war ein Brutkasten für Werte, Normen und Ideen und übte Einfluss auf die Ideologie aus, die Grundlage der chinesischen Mentalität bildete. Es handelte sich um eine staatliche Institution, die dazu diente, die Macht und die Fähigkeiten des Staates zu stärken. So, und nachdem ihr das alles erfahren habt, sind die Fragen jetzt an euch gerichtet. Welche Erklärung der Stagnation des chinesischen Kaiserreichs hat euch am meisten überzeugt? Stellten die kaiserliche Beamtenprüfung und die Bürokratisierung der Gesellschaft die tatsächliche Ursache für diese Rückständigkeit dar? Oder glaubt ihr, dass es noch mehr Faktoren gibt, die das alles erklären können? Wie immer sind wir auf eure Diskussion zu diesem Thema schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht auch etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt ihm bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und diskutiert es auch mit ihnen. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit der uns hilft, dieses Projekt weiterzuführen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut und bis bald. Im 11. Jahrhundert produzierte das Reich des himmlischen Drachen 5... Drachen...